Hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten deutschsprachigen Video. Ich bin Jörg Glissmann vom YouTube-Channel Joggler66 und habe bis jetzt alle meine Videos, die ich selbst gemacht habe, nur in Englisch verbreitet. Das hat einen sicheren Grund, weil als ich anfing mit den Studien zur neuen Weltordnung, waren die Videos, die ich darüber gefunden habe, hauptsächlich in Englisch. Und die ganzen Kommentare, die ich schrieb und auf die ich geantwortet hatte, waren alle in Englisch. Und als das Studium der neuen Weltordnung mich mehr und mehr davon überzeugt hat, dass es einen religiösen Hintergrund hat, waren auch diese Studien nur in Englisch. Und die ganzen Brüdern und Schwestern in Christus, die ich später gefunden habe, waren alle nur in Englisch. Und deswegen ist dieses mein allererstes deutschsprachiges Video. Es ist 4 Jahre her, dass ich überhaupt mein erstes Video auf YouTube hochgeladen habe. Und das habe ich nicht mal selbst gemacht. Das war ein Mirror, ein Spiegel, ein Wiederhochladen eines Teils eines öffentlichen Videos. Und so waren die meisten meiner Videos. Und wenn ihr ein bisschen meinen Kanal kennt, dann wisst ihr, dass die meist erfolgreichen 2 Videos, die da drauf stehen, die kontrollierte Bevölkerungsreduzierung und Easy Vegan 2 deutschsprachige Videos sind, obwohl ich selber eigentlich immer nur englischsprachige Videos gemacht habe. Nun, seit einiger Zeit lese ich im Englischen das Buch Rulers of Evil, für das es keinen deutschen Titel gibt, aber das heißt im Grunde teuflische Führer, von F. Tapper Saucy. Ein Buch, das er 1996 veröffentlicht hat, wo er 10 Jahre für brauchte, um das zu schreiben. Und dieses Buch zeigt ganz deutlich auf, welchen Einfluss Religion, und damit meine ich vor allen Dingen Religion, das heißt nämlich menschengemachter Glauben im Grunde, welchen Einfluss das auf unsere Welt hat. Nun, das Problem ist, dass viele Leute sagen, Religion interessiert mich nicht. Und ich habe mit Religion nichts zu tun. Und auch ich bin auch kein Katholik oder ich bin auch kein Protestant oder ich bin Atheist oder was auch immer. Nun, das Problem ist, und darauf hat mich im Grunde Bill Cooper mal hingewiesen, als ich angefangen habe, ihn zu studieren, am Anfang, wo ich die neue Weltordnung studiert habe. Das Problem ist, Bill Cooper hat gesagt, du musst ja selber gar nicht an die ganzen Sachen glauben, aber du musst wissen, an was deine Führer glauben. Weil an was die glauben, das ist das, was sie durchsetzen. Das ist der Grund für ihre Politik. Und wenn du ihren Glauben nicht verstehst, verstehst du ihre Politik nicht. Das heißt darum nicht, dass du mit einverstanden sein musst und dass du es auch glauben musst. Das heißt nur, dass du es verstehen musst. Und dieses Verständnis ist etwas, was ich probiere, den Leuten gerne beizubringen. Nun, in der Zwischenzeit haben meine Studien mich so weit gebracht, dass ich ein fundamentaler Bibelgläubiger bin, der kein Wort von der Schrift abweicht. Und die Bibel, an die ich glaube und die für mich die Autorität auch meines Gewissens ist und die Autorität dessen von allem, was ich sage, was Moral und sonstige Dinge betrifft, ist die König James Bibel, King James Bibel von 1611. Und ich habe in Englisch mehr als genug Videos darüber gemacht, warum das so ist und lese im Augenblick ein Buch von Samuel C. Gibb, das heißt An Understandable History of the Bible. Also eine verständliche Geschichte der Bibel und warum die King James Bibel die einzige heutzutage bewahrte originale Schrift Gottes ist und das originale Wort Gottes ist. Und im Deutschen halte ich mich an die Luther-Übersetzung und zwar die von 1545. Das ist die älteste Bibel, die ich bekommen kann, die ich noch lesen kann. Es gibt auch eine aus den 30er Jahren. Aber das ist handschriftlich in diesem Altdeutsch und das kann ich nicht lesen. Aber die Bibel von 1545 ist ziemlich genau an die King James Bibel angelehnt. Das ist auch der Grund, weshalb auch die King James Übersetzer damals, die zwischen 1603 und 1611 die Bibel übersetzt haben aus den empfangenen Texten oder Textus Receptus, wie es heißt, auch unter anderem die deutsche Bibel von Luther als Maßstab genommen haben und auch in ihre Übersetzung mit haben einfließen lassen oder als Basis mitgenommen haben. Nun kann jeder sagen von, ja, okay, er redet hier jetzt über christliche Werte und über Christentum und all dieser ganze Kram, das interessiert mich alles nicht. Da habe ich nichts mit zu tun und das beeinflusst mich auch in meinem Leben nicht. Nun, meine Studien haben mich davon überzeugt, dass es anders ist, ob man jetzt Christ ist oder nicht, ob man Atheist ist oder man folgt dem Hinduismus oder man folgt dem Islam oder jeder anderen heidnischen, nenne ich jetzt mal,
Religion, das spielt im Grunde keine Rolle. All diese Religionen wurden übrigens von den Jesuiten, oder besser gesagt der Gesellschaft Jesu, wie sie sich besser nennen, wurden davon gegründet. Darf man nicht vergessen. Also nicht Hinduismus und sowas, die nicht, die kamen ursprünglich natürlich aus Babylon und sind eine andere Ableitung davon, von Babylon. Aber alle anderen Religionsrichtungen, wie zum Beispiel jetzt die ganzen protestantischen Kirchen, die ganze Aufsplittung der verschiedenen protestantischen Kirchen, das kam hauptsächlich dadurch, weil die Protestanten sich im Grunde niemals einig waren. Warum waren sie das nicht? Weil sie niemals wirklich die Basis, als Basis die Bibel genommen hatten, die die Basis ist im Grunde, sondern jeder hat das versucht, anders auszulegen. Und dadurch kamen viele verschiedene christliche Richtungen aus diesen protestantischen Richtungen. Heutzutage haben wir, glaube ich, weltweit über 30.000 verschiedene protestantische Kirchen. Es kann nur eine geben, die richtig ist, richtig? Und die eine, die richtig ist, ist die Bibel. So, und das ist keine Religion. Die Bibel ist keine Religion. Die Bibel ist das Wort Gottes. Die Bibel ist ein Leitdraht, in dem Gott zu uns spricht und uns sagt, wie wir unser Leben zu führen haben, wenn wir es im Namen, oder besser gesagt, wenn wir es im Glauben an ihn führen. Nur sagt ihr, ja, aber gut, ich glaube nicht an Gott. Na, okay, ihr glaubt nicht an Gott, aber die Leute, die diese Welt regieren, glauben an Gott oder zumindest an ihren Gott. Nämlich leider, die Leute, die diese Welt regieren, sind, das muss man so offen sagen, Satanisten. Und zwar in dem Sinne, dass sie Satan, den Teufel oder Luzifer, wie er auch genannt wird, das war der Name von Satan vor dem Fall aus dem Himmel, dass sie ihn anbeten. Das ist nämlich genau das, was Satan will. Das liest man ja schon am Anfang in der Bibel, wo Satan ganz deutlich sagt, ich will angebetet werden. Und er hat Jesus in der Zeit, wo Jesus auf der Erde wandelte, als 100% Gott und 100% Mensch, dreimal versucht zu verführen und ihn dazu zu bringen, ihn anzubeten. Und Jesus hat ihn jedes Mal abgewiesen und hat ihm gesagt, nein, ich bete dich nicht an, weil er wusste, dass es ein besseres Königreich gibt als das, was Satan ihm angeboten hat. Aber Satan hat jemand anders gefunden, der sein Angebot angenommen hat. Und den nennen wir heute den Stellvertreter Christus auf Erden. Das ist der Papst. Das führt uns nach Rom. Nun, das Problem ist, wie gesagt, ob man jetzt selbst religiös ist oder ob man nicht religiös ist, spielt keine Rolle, weil unsere Führer sind religiös. Und sie haben es geschafft, durch die Übernahme des ganzen Ausbildungssystems, das geht zurück und das kann man wunderbar in dem leider englischsprachigen Buch nur Rulers of Evil nachlesen, das geht zurück auf die Art und Weise, wie man das im Englischen nennt, Medici Learning, also die Art und Weise, wie die Familie Medici das Lehren unternommen hat. Und man nennt das in Rulers of Evil auch Learning Against Learning. Das heißt, die Studie der Bibel auf der einen Seite und die Studie der menschengemachten, ja, wie will man das sagen, Intelligenz der menschengemachten Einflüsse, man nennt es auch die Gnostik, im Englischen zumindest, Gnostik, ich weiß jetzt nicht, wie man das ins Deutsche übersetzt, ich jetzt mal Gnostik, das versteht ihr dann auf jeden Fall, ihr habt das Gnostische wahrscheinlich schon mal gehört. Wenn man die beiden gegeneinander ausspielt, dann hat man das, was Medici Learning ist, das, was Learning Against Learning ist. Das heißt, auf der einen Seite gibt es die Lehre der Bibel, auf der anderen Seite gibt es die Lehre des Menschen. So einfach ist das. Und die Frage ist, wem muss man gehorchen? Das muss jeder für sich selbst ausmachen. Das Gewissen sagt mir, ich höre lieber einem Gott zu, der diese Erde gegründet hat, der sie kreiert hat und der den Menschen geschaffen hat. Und das ist deutlich, wenn man die Bibel liest. Aber wie gesagt, dieses menschliche Lernen hat so einen Einzug in unsere Gesellschaft gehalten, dass man heutzutage gar nicht mehr von Religion spricht. Man kommt ganz einfach als junger Mensch, als Kind in die Schule zurecht und wird in der Schule, werden einem Dinge angelehrt, die alle in der Basis katholischen Ursprungs sind. Weil das ganze Schulsystem ist von den Katholiken und den Jesuiten beherrscht. Und zwar überall auf der Welt inzwischen. Überall. Das heißt, ich muss selbst gar kein bekennender Christ, ich muss selbst gar kein bekennender Katholik sein, um doch durch die Lehre in einer katholischen Art und Weise ausgebildet zu werden, um es mal so zu sagen. Ob ich das jetzt will oder nicht, ob ich es wahrnehme oder nicht. Wenn wir sprechen von dem New Age, das kennt ja wohl auch sicher. Die ganze New Age-Lehre ist im Ursprung kommt es aus der katholischen Kirche.
wird von Jesuiten gelehrt. Die nehmen jede mögliche Form an, sie geben allem einen neuen Namen, nur um die Leute darin zu fangen. Die Jesuiten haben die Mormonen aufgerichtet, sie haben die Zeugen Jehovas aufgerichtet, sie haben die Siebentags-Adventisten aufgerichtet, sie haben die Adventisten aufgerichtet. Von ihnen kommt der Kommunismus. Müsst ihr mal studieren, da geht es um die Reduktionen in Paraguay. Lange bevor Karl Marx sein Buch schrieb, und übrigens, das war auch von Jesuiten geschrieben und nicht von Karl Marx selber. Man muss das halt nur richtig studieren, dann lernt man sowas. Das heißt, all diese ganzen Ursprünge, was ich jetzt gerade sage, ob das jetzt menschengelehrt ist oder ihr glaubt Katholizismus oder was auch immer, das hat alles denselben Ursprung. Und derselbe Ursprung ist irgendwo in Rom. Nun, vielleicht habe ich jetzt in der Zwischenzeit schon ein paar Hörer verloren. Vielleicht habe ich auch das Interesse ein bisschen gewonnen. Guck, ich mache das Ganze hier ohne Skript. Ich setze mich hier vor den Computer, stülpe mir mein Mikrofon über und fange an zu reden. Das, was ich denke, was ich reden will. Aber worauf laufe ich eigentlich hinaus? Ich habe, wie gesagt, Rulers of Evil habe ich im Englischen angefangen zu lesen. Und gleichzeitig habe ich ein Buch angefangen zu lesen, das heißt Babylon Mystery Religion. Also das ist dann die mysteriöse oder geheimnisvolle babylonische Religion von Ralph Woodrow. Auch das Buch lese ich im Augenblick auf meinem Kanal Joggler66 in Englisch. Und nun bin ich letztens durch meine verschiedenen Studien zufällig, aber wirklich zufällig, und das ist das, was ich eben nicht glaube, es gibt keinen Zufall, nein, der Heilige Geist hat mich dazu geleitet, darauf gestoßen, dass das Buch von Alexander Hislop, das im englischen Original, englischen Titel heißt The Two Babylons, dass es das Buch in Deutsch gibt. Und ich habe das als PDF runterladen können. Und das heißt Von Babylon nach Rom. Und das deckt viele Dinge ab, die ich unter anderem auch in der Babylon Mystery Religion, in dem Buch von Ralph Woodrow, abdecke. Und eben noch viel mehr. In diesem Buch geht es nämlich darum, den Ursprung der römisch-katholischen Religion zu erläutern und zu sagen, wo kommt das denn alles her? Und welchen Einfluss hat das auf uns heute? Und ich denke, es ist mal ganz interessant, dieses Buch in Deutsch zu lesen. Nun, wenn ich mich dazu engagiere, das Buch hat im PDF-Format 384 Seiten, da kann man natürlich 20 oder sowas abziehen, die hinten im Anhang lediglich verweisen auf die bestimmten Quellen, die gebraucht wurden, Zitate und so weiter, weil dieses Buch ist natürlich unterstützt aufgrund dessen, dass er viele Dinge zitiert hat, nicht nur aus der Bibel, sondern auch von anderen, anderen Schriftstellern und anderen Autoren, lass uns mal sagen, durch die Jahrhunderte. Das Interessante ist jedenfalls, das Buch von Alexander Hislop, Von Babylon nach Rom, wurde geschrieben im 19. Jahrhundert und ist von daher also schon ganz wichtig. Das Buch erschien 1853, nachdem es 1858 also 1853 kam es erstmal als kurzgefasste Flugschrift raus und 1858 wurde das Werk erstmalig vollständig veröffentlicht. Und das ist eine sehr wichtige Zeit, weil in der damaligen Zeit galt der Protestantismus noch irgendwas. Und jetzt sagt er wieder, jetzt fängt er wieder mit seiner Religion an, Protestantismus. Ja, guck, wenn wir die Reformation nicht erlebt hätten, die wir als Deutsche hochhalten sollten. Das ist unsere Kultur. Martin Luther hatte seinen Ursprung in Eisenach, in Deutschland, in Wittenberg kam der raus und hat in 1517 die römisch-katholische Kirche mit 95 Thesen angeprangert über ihr falsches Verständnis, über ihre falsche Politik, wenn es um den Ablass ging. Dass man sich seinen Weg in den Himmel erkaufen konnte, wenn man nur genug Geld hatte. So, also alle Armen, die kein Geld haben, die sind automatisch in der Hölle. Oder besser gesagt, wie die römisch-katholische Kirche lehrt, im Fegefeuer. Etwas, was es in der Bibel überhaupt nicht gibt. Also, Martin Luther ist deutsche Tradition. Und Martin Luther hat neben den anderen Reformatoren wie Calvin, Tyndale, Wycliffe, Zwingli, Mortimer, Cranmer und so weiter, wie sie alle heißen, die fantastischen Leute alle damals, hat dafür gesorgt, dass das dunkle Zeitalter aufgehört hat. Was war das dunkle Zeitalter? Das Zeitalter war dunkel, weil es spirituell dunkel war, weil die Leute, die auf der Erde gewohnt hatten, nicht das Wort Gottes haben konnten, nicht lernen konnten über die wirkliche Historie, wo wir wirklich herkommen, warum wir hier sind und wo wir hingehen, weil das alles in der Bibel steht.
Nein, sie konnten nur in die Kirche gehen und konnten da von Priestern hören, die ihnen erzählt haben, was sie erzählen wollten, die die Bibel, die es damals überhaupt offiziell nur in Latein gab, dann in Latein zitiert haben. Das hat kein Mensch verstanden in der Kirche. Das heißt, die Priester konnten das dann auch auslegen, wie sie wollten. Das konnte ja sowieso keiner nachschauen. Und dann kam die Reformation auf einmal. Und die Reformation hat den Leuten die Augen geöffnet und hat ihnen gezeigt, wer tatsächlich der Antichrist ist. Und hat ihnen gezeigt, dass die ganzen römisch-katholischen Lehren im Grunde nichts damit zu tun haben, was Jesus Christus vor knapp damals 1500 Jahren davor gelehrt hat. Die Leute konnten das zum ersten Mal wirklich sehen. Das müsst ihr doch mal verstehen. Und dadurch gab es eine Bewegung, die glücklicherweise zusammen mit der kurz zuvor erfundenen Buchpresse dafür gesorgt hat, dass man das Wort Gottes auf einmal über ganz Europa verteilen konnte. Und dadurch fiel ein großer Teil Deutschlands, mal abgesehen von den Erzkatholiken Bayern, ein großer Teil Deutschlands und Nordeuropas, wir sprechen da über Skandinavien, wir sprechen über Flandern, wir sprechen über Niederlande, wir sprechen über Polen, wir sprechen über Ungarn, wir sprechen über diese ganzen nördlichen Teile, die fielen alle auf einmal weg unter dem Joch, von dem Joch des Papsttums, weil die haben auf einmal erkannt von der Papst, der sich selbst zum Gott erklärt und der alle Könige ernennt und dafür sorgt, dass die Könige weiterhin hier ihr Regiment halten, das ist ja alles gar nicht göttlich. Das ist ja alles gar nicht göttlich erwähnt. Nein, die Leute konnten auf einmal wirklich ihre Bibel selber lesen. Und diese Befreiung hat dafür gesorgt, dass es seitdem Demokratien gibt. Nun sage ich nicht, dass Demokratie eine gute Regierungsform ist oder dass eine Republik eine gute Regierungsform ist, aber diese Reformation hat dafür gesorgt, dass es auf einmal Leute gab, die meinten von, ja, wir müssen uns ja gar nicht von einem regieren lassen, wir haben ja Jesus Christus als unseren König und wir müssen keinen anderen König akzeptieren. Und das hat dafür gesorgt, dass die Leute selbst verwaltet wurden. Und diese Selbstverwaltung hat dann Schritte angenommen, wie Demokratie oder Republik oder welche Form auch immer. Und natürlich wurden diese Formen im Laufe der Zeit von den Jesuiten wieder unterwandert und übernommen. Das ist die Zeit, in der wir heute leben. Darüber können wir gerne mal diskutieren. Das kann ich auch in einem anderen Video vielleicht mal ausführlicher besprechen. Aber das ist eben die ganze Arbeit, die ich hauptsächlich in Englisch mache. Das mache ich nicht viel aus Deutsch. Ich habe da auch nicht viel Erfahrung in das in Deutsch zu machen. Deutsch ist zwar meine Muttersprache. Ich bin geboren in Hamburg und bin geborener Deutscher. Aber meine ganzen Forschungen zur neuen Weltordnung, zur Bibel und diese ganzen Sachen habe ich niemals in Deutsch gemacht. Habe ich nur in Englisch gemacht. Und deswegen wollte ich mich jetzt mal gerne an dieses Buch wagen von Alexander Hislop, das halt den Titel trägt von Babylon nach Rom. Nun möchte ich gerne wissen, ob ihr als meine Abonnementen oder Zuhörer, Zuschauer auf meinem YouTube-Kanal Joggler66 Interesse habt, um dieses Buch zu verfolgen. Weil wenn ich mich dafür engagiere, das zu lesen und nicht nur das Buch zu lesen, sondern auch soweit es geht, daneben auch noch mit anderen vielleicht verständlichen Worten zu erklären, das kostet mich eine ganze Menge Zeit. Und ich stecke diese Zeit da gerne rein, wenn ich Leute habe, die das auch interessiert. Also werde ich unter diesem Video zwei Boxen machen. Und zwar in einer könnt ihr dann einen Daumen hoch geben, wenn ihr meint, das wäre interessant, dass Jörg das Buch liest und uns erklärt, so wie er es versteht. Und wir mit ihm zusammen darüber in dieser Sache auch diskutieren können, weil Kommentare werden natürlich freigeschaltet und Kommentare sind immer willkommen. Feedback, ohne Feedback kann man ja auch nicht leben, was das angeht. Und es wäre ja schön, wenn wir uns darüber gerne mal unterhalten können. Und wir können uns auch gerne auf Skype darüber unterhalten. Ich habe meinen Skype-Namen Joggler77 und wer eine Anfrage macht zum Kontakt und mir schreibt, woher er mich kennt und warum er mich anfragt, dem werde ich das normalerweise auch zugestehen. Da können wir auch gerne über Skype darüber diskutieren, dieses Buch. Also, ich werde zwei Boxen unter dieses Video machen. Auf der einen könnt ihr einen Daumen hoch geben, wenn ihr sagt, okay, Jörg, lies das Buch. Wir wollen das gerne hören und wir wollen gerne zusammen mit dir dieses Buch durchgehen, weil ich werde natürlich auch den Link des PDF damit beimachen. So kann man immer mitlesen, wenn ich lese. Oder ihr könnt einen Daumen hoch geben, wenn ihr das nicht wollt. Und je nachdem, was die Leute dann entscheiden, da werde ich mich dran richten und werde sehen, ob es die Mühe wert ist, dieses Buch in Deutsch zu lesen, um auch meinen deutschsprachigen Brüdern und Schwestern Christus dichter beizubringen. Weil, wie gesagt, ob ihr daran glaubt oder nicht, ihr müsst wissen, woran die Leute glauben, die uns regieren. Und damit meine ich nicht nur die Merkel. Naja, die uns regiert. Naja.
Warum ist die so oft in Rom? Ja? Warum hat die so ein vertrautes Verhältnis zum Papst? Ja? Und wie erzkatholisch sind die Deutschen eigentlich? Ja? Denkt mal zurück. Ja? Heute spricht man immer nur vom Dritten Reich. Denkt doch mal an das Erste Reich. Was war denn das? Das tausendjährige Reich, gegründet von Karl dem Großen. Ein tausendjähriges Reich. Das heilige deutsche Reich römischer, nein, das heilige römische Reich deutscher Nation hieß das doch damals. Das heilige römische Reich deutscher Nation. Das heilige römische Reich. Was ist an Rom denn heilig? Ja, genau das werden wir analysieren, wenn wir in dieses Buch von Alexander Hislop gehen. Also, 20 Minuten Einleitung ist vielleicht genug. Ich werde anfangen, das Buch zu lesen, und ich werde damit anfangen, dass ich euch das Vorwort des deutschen Herausgebers einmal vorlese, und dann seht ihr, ob das für euch vielleicht interessant ist, ja oder nein. Also, mit diesem Buch unter dem Originaltitel The Two Babylons, weithin bekannt, legen wir dem deutschsprachigen Leser die lang erwartete Übersetzung eines auch in deutscher Literatur immer wieder zitierten Standardwerkes vor. Alexander Hislop, der lebte von 1807 bis 1865, gab sein Werk in vollständiger Fassung erstmalig im Jahr 1858 heraus, nachdem es 1853 zunächst als kurzgefasste Flugschrift erschienen war. Seine gründlichen Nachforschungen über die Zusammenhänge antiker Mysterien, Religionen und Mythologien, die sich wie ein roter Faden durch die Weltgeschichte verfolgen lassen, bilden auch heute noch eine Grundlage für viele weitere Veröffentlichungen neuerer Autoren. Dass man bisher von der Herausgabe einer deutschsprachigen Ausgabe abgesehen hat, ist aufgrund des brisanten, oft provokant empfundenen Inhalts verständlich. Mit beispielloser Deutlichkeit zeigt Hislop das eigentliche Wesen des Katholizismus auf. Eine Deutlichkeit, die am Ende des 20. Jahrhunderts in der Öffentlichkeit nicht mehr als angebracht betrachtet wird, weil sie die heutigen Normen der Toleranz und Verständigung verletzt. Nun, da muss ich mal eben was reinfügen. Die heutigen Normen der Toleranz und Verständigung verletzt. Das ist sowas von dieser Neusprache, das ist sowas von Orwellian, also von George Orwell. Komm nicht. Heute muss alles, wie sagt man das so schön, politisch korrekt sein, ja? Political correctness. Das kennt ihr ja im Deutschen auch. Alles muss politisch korrekt sein. Man darf ja niemanden anfallen. Man darf ja niemanden bloßstellen. Nein, wir können ja immer nur darüber sprechen, was uns vereint, und niemals darüber sprechen, was uns auseinanderhält, was uns dividiert, welche Dinge wir nicht mit übereinkommen, wo wir sagen, da sind wir verschiedener Meinung. Da muss man ganz, ganz vorsichtig sein, sonst wird man heutzutage gleich als Nazi in die Ecke gestellt, ja? Das ist ja immer das Leichteste, ne? Jemanden gleich als Nazi abmachen. Und ganz sicher, Leute wie ich werden oftmals in diese Ecke gedrängt, obwohl ich politisch überhaupt keine Meinung habe, weil Politik ist des Teufels, hat nichts mit der Bibel zu tun. Aber da ich ein biblischer Fundamentalist bin und schwarz-weiß denke und nicht in Grau, 50 Shades of Grey, kennt ja wohl jeder, dieses tolle Buch. Ich meine, ich habe es nicht gelesen, aber ihr werdet das wohl kennen, denke ich, ein Teil zumindest. Ich denke in Schwarz-Weiß, weil die Bibel ist Schwarz-Weiß. Die Bibel sagt, es gibt Gut und es gibt Böse. Am Anfang war alles dunkel und Gott sagt, es werde Licht und es wurde Licht. Und das Licht war die Weisheit Gottes, die reinkam. Übrigens, das Licht gab es, bevor es die Sonne gab. Und trotzdem beten heutzutage die Leute lieber die Sonne an als den Kreator der Sonne, den Macher der Sonne, Gott selber. Aber das hat ja ganz viel zu tun mit der babylonischen Sonnenanbetung, wo wir natürlich auch im Laufe dieses Buches hingehen. Die heutigen Normen der Toleranz und Verständigung werden verletzt. Die Wahrheit ist nicht tolerant. Die Wahrheit macht keine Kompromisse. Und ob dir das gefällt oder nicht gefällt, das verändert die Wahrheit nicht. Die Wahrheit ist die Wahrheit, ob du sie gerne hast oder nicht. Es liegt an dir, ob du sie akzeptierst und ob du sie dann auch nachstrebst zu leben oder nicht. Das ist deine eigene Entscheidung. Aber es gibt nur Schwarz oder Weiß. Und deswegen wird den Jesuiten ja auch gelehrt,
Ich sehe weiß als schwarz und schwarz als weiß, wenn die kirchliche Hierarchie mir das so sagt. Wenn dem Jesuiten, lest mal den Eid der Jesuiten, wenn dem Jesuiten gesagt wird, weiß ist schwarz und schwarz ist weiß, dann ist für den weiß schwarz und schwarz weiß. So einfach ist das. Und dazwischen gibt es gar nichts. Für die nicht. Und für wirkliche Bibelgläubige gibt es auch keine Kompromisse zwischen der Wahrheit und der Unwahrheit. Und deswegen, Toleranz wird heute gepredigt, Verständigung wird heute gepredigt, Kompromisse werden heute gepredigt. Die Wahrheit macht keine Kompromisse. Da muss man dann eben mal sagen von, okay, hier stehe ich alleine. Aber weißt du, es kostet ja auch nichts, mit der Masse mitzulaufen, aber es kostet schon eine ganze Menge. Oder fragt eine ganze Menge von jemandem, um alleine zu stehen, um gegen die Strömung zu schwimmen. Und wenn man zur Quelle will, muss man gegen die Strömung. Weißt du, mit der Strömung schwimmen nur tote Fische. Denk mal drüber nach. Aber das ist ja halt diese politische Korrektness, wie sie heutzutage im Neudeutsch gelehrt wird. Ich spreche von heutzutage, die Übersetzung hier, dieses Vorwort ist von 1997, ist auch schon fast 20 Jahre her. Na, lesen wir mal weiter. Von daher kann die jetzige Herausgabe der deutschen Übersetzung als ein Zeitzeugnis aufgefasst werden, das das kompromisslos konsequente Denken des 19. Jahrhunderts wiedergibt. Den aufrichtigen Leser werden Hislops Ausführungen jedoch nicht in dieser historischen Distanz belassen. Die von ihm gebotenen Einsichten bringen für den bibelgläubigen Christen einfach zu entscheidende Konsequenzen mit sich. In Konkurrenz zur heiligen Stadt Jerusalem, zur Braut Christi steht eine große Stadt, ja eine Hure, deren entlarvtes Angesicht erschaudern lässt. Die Bibel gibt den vielsagenden Hinweis, dass, Quote, Babylon die Große, der Greuel der Erde, eine Stadt auf sieben Bergen bzw. Hügeln ist. Dafür müsste man Offenbarung Kapitel 17 und dann die Verse 5, 9 und 18 lesen. Handelt es sich hier tatsächlich um das als Sieben-Hügel-Stadt weltbekannte Rom, das zugleich Synonym für ein politisches Reich oder ein religiöses System ist? Dieser naheliegende Gedanke ist zwar erschreckend, doch wurde er nicht nur von der gesamten Kirchengeschichte von Bibelauslegern vertreten, sondern wird sogar von katholischen Bibelausgaben in ihren Anmerkungen bestätigt. Und ich frage euch, ja, lest nochmal eine katholische Enzyklopädie. Da steht so viel drin, wo der Antichrist, wo die katholische Kirche selber zugibt, wo sie gegen die Bibel ist, dass man sich einfach nur den Kopf schlagen kann. Man muss sich einfach nur fragen, von warum sind die Leute so ignorant und lesen das nicht mal nach. Der Feind sagt es dir selber, dass er der Feind ist, sozusagen. In seiner Schrift von der babylonischen Gefangenschaft der Kirche beschreibt Martin Luther, Zitat, weiß ich jetzt und bin überzeugt, dass das Papsttum, das Reich Babylon und die Herrschaft des gewaltigen Jägers Nimrod ist. Zitat Ende. Damit gibt der Reformator genau die Aussageabsicht Hislops wieder, wie der Autor sie auch im Untertitel der Originalausgabe treffend aufführt. Zitat: Der päpstliche Gottesdienst erwiesen ist als Gottesdienst Nimrods und seiner Frau. Ende Zitat. Hislops Arbeit besteht in erster Linie darin, die Wurzeln des Katholizismus im antiken Kult um Nimrod und seiner Frau Semiramis aufzudecken. Nimrod war der erste König der Erde, Herrscher über Babel, wie wir im ersten Buch Mose, Kapitel 10, Vers 8 bis 10 nachlesen können. Und hier muss ich nochmal eben mit beikommen. Ja, Nimrod war der erste König der Erde. Er stammt ab von der Linie von Kain. Kain erschlug Abel und wurde von Gott bestraft. Und er sagte, oh, meine Strafe ist viel zu schwer, Gott, das kann ich nicht tragen. Und dann hat Gott ihn beschützt und hat gesagt, wer immer Kain erschlägt, der wird siebenfach bestraft. Es gibt da ein tolles Video von Walter Veit, natürlich nur in Englisch, das Zeichen des Kain. Und das sollte man mal angucken, wenn man das in der englischen Sprache möglich ist, also mächtig ist. The Mark of Cain. Oder das andere Video von Walter Veit, The Herodian Mind, und da wird das super, super erklärt, wie man aufgrund der Bibel, wie man ganz deutlich sieht, wo diese Leute herkommen. Und Nimrod war eben der erste König der Erde, Herrscher über Babel und damit Anführer des heutigen Turmbaus, des dortigen Turmbaus. Jeder kennt doch den Turmbau von Babel. Was war denn überhaupt der Sinn des Turms von Babel? Das war, dass man alle Leute zusammennimmt
und einen Turm baut, um an den Himmel ranzukommen und Gott zu zeigen, von wir sind so mächtig, wir gehen sogar bis in den Himmel ran und wir sind eins. Gott kam runter auf die Erde und hat gesagt, schaut, die Menschen sind eins geworden. Was ist denn die neue Weltordnung, die ihr alle denkt, so gut zu kennen und wo ihr alle meint, ach, das sind die Juden, das ist eine jüdische Verschwörung und so weiter und so weiter. Oder das sind Illuminaten und ihr wisst nicht mal, wer die Illuminaten sind. Das ist doch genau das Gleiche. Es geht doch darüber, um eine Einmachung zu haben. Heutzutage, wenn man doch mal in Deutschland sich umguckt, was ist denn mit den Flüchtlingen, die jetzt in Deutschland kommen? Was wollen die denn machen? Die wollen diese ganzen verschiedenen islamischen Nationen verschmelzen mit der deutschen, dass da nur noch ein Mischmasch ist, dass die Welt wieder eins ist. Was hat Gott damals gemacht? Er hat den Turm zerstört und er hat den Leuten ihre einzige gemeinsame Sprache genommen, weil damals sprachen alle Menschen nur eine Sprache. Gott hat die ganzen Menschen aufgeteilt in verschiedenen Sprachen und damit die Nationen gegründet, weil Gott dagegen ist, dass die Menschen zusammen als eins sind. Auf der im amerikanischen Siegel steht das doch drin: E pluribus unum. Aus vielen eins. Was glaubt ihr denn, wo das herkommt? Genau daher. Und das geht im Grunde zurück eben auf Nimrod und seiner Frau Semiramis. Oh, weiterlesen hier die zweite Seite des Vorwortes. Seine, also Nimrods Frau Semiramis, wurde später als Himmelskönigin verehrt. Ihr Sohn Tammuz zum reinkarnierten Nimrod und Gottesmenschen erhoben. So, und das ist etwas, das findet man in allen Religionen dieser Welt wieder. Das findet man im Hinduismus, das findet man im Buddhismus, das findet man im Islam, das findet man im Katholizismus, das findet man im Grunde in all diesen heidnischen Religionen heute wieder zurück. Nimrod, Semiramis und Tammuz oder Osiris, Osiris, Horus und Seth im Ägyptischen. Und später, ich habe jetzt keine Lust, da auf die ganzen Details mit einzugehen, da könnt ihr selbst ein bisschen eure Nachforschung machen, aber immer diese Mann, Frau und Gott, und das gibt's ja, und Kind, das gibt es ja auch, in der Bibel steht ja auch deutlich drin. Und die Frauen weinten im Tempel für Tammuz. Steht in der Bibel drin. Die Frauen weinten für Tammuz. Und unter anderem in Jeremia 44 steht ganz deutlich drin, und die Frauen haben wie nennt sich das hier im Deutschen, eben die Himmelskönigin verehrt und haben ihr Küchlein gebacken und haben für sie Trinkopfer gebracht und so weiter und so weiter. Steht ja mehrmals in der Bibel drin, Himmelskönigin, könnt ihr ja mal nachschauen. Queen of Heaven, Maria. Also seine Frau Semiramis wurde später als Himmelskönigin verehrt, ihr Sohn Tammuz zum reinkarnierten Nimrod und Gottmenschen erhoben. Hyslops schonungslose Entlarvung Roms und sein dringender Aufruf an eine schläfrige Christenheit ist in Anbetracht seiner Zeit, und hier sprechen wir über das England Mitte des 19. Jahrhunderts, nur zu verständlich. Seinerzeit befand sich die römisch-katholische Kirche im Inselreich, des Inselreichs in einem rasanten Aufschwung. Ja, in der Zeit ja wohl. Und man sollte mal eben vielleicht berücksichtigen, dass historisch gesehen Großbritannien oder besser gesagt England das einzige Land weltweit ist, das über eine lange Zeit eine wirklich protestantische Regierung hatte. Und jetzt bringe ich euch mal eben zurück nach Deutschland. Martin Luther kam aus Deutschland, hat die Reformation gebracht, hat den Protestantismus gebracht. Und Bismarck hat das zweite Deutsche Reich gegründet, 1871, nach dem Krieg gegen Frankreich. Und hat in den ersten 8 Jahren, wo er als eiserner Kanzler regiert hat, einen Kulturkampf geführt. Einen Kulturkampf gegen den Papst. Er hat 1872 die Jesuiten rausgeschmissen. Deutschland hatte die paar Jahre, dass Bismarck mit dem Papst gekämpft hat, auch eine protestantische Regierung. Und dann hat Bismarck klein beigegeben. Und was kam dann für sogenannte Neuerungen in das Leben der Deutschen? Die Sozialversicherung. Und das ist absolut unbiblisch. Und da hat Deutschland oder Bismarck, lass uns mal sagen, seinen Kampf gegen den Papst verloren. Er wurde übrigens auch ein paar Mal attackiert und wurde ein Attentat auf ihn verübt. Vielleicht hat das ihn dazu bewogen. Wie auch immer,
Ein paar Jahre lang war Deutschland wirklich protestantisch. Und dafür, dass sie die Jesuiten 1872 rausgeschmissen haben, sie ja später noch ordentlich gebüßt, wie ihr wisst. Es gab ja noch ein paar Weltkriege und was weiß ich nicht alles für Sachen. Aber da will ich jetzt gar nicht groß so eingehen. Und das hat auch noch mehr Hintergründe als nur das. Aber trotzdem, das ist mit einer der Gründe, weil die Jesuiten vergeben und vergessen nicht. Jedenfalls, England war ein protestantisches Reich. Und das könnt ihr gerne mal ein bisschen nachforschen. Ich meine, es gibt da die königliche Erklärung und Westminster Confession und diese ganzen Sachen, die unglaublich wichtig sind in der Historie zu kennen. Und in England wurden damals wirklich Gesetze gemacht, die haben Katholiken verboten, ihre Messe öffentlich zu halten und die haben verboten, dass Katholiken in öffentliche Ämter gewählt werden dürfen. Warum muss man Katholiken aus der Politik raushalten? Das verstehen viele nicht, weil Katholiken in erster Instanz dem Papst treu sind. Und der Papst ist ein fremder König, ein fremder Herrscher und nicht der Herrscher des eigenen Landes. Das heißt, Katholiken sind patriotisch nur gegenüber dem Papst und nicht gegenüber dem Land, dem sie sozusagen dienen. Zitat dienen. Ja? Die dienen nicht dem Land, die dienen dem Papst, einer fremden Macht. Das Volk selber. Dem wird eingebläut, ja, ihr müsst patriotisch sein, ihr müsst für Deutschland sein, ihr müsst für England sein, ihr müsst für Amerika sein. Patriotismus hier und da und da. Nur die Führer des Landes sind patriotisch nur gegenüber dem Papst und nicht gegenüber dem Land, das sie führen. Und wenn man ein wirklicher Christ ist, dann kann man auch nur patriotisch sein gegenüber dem Königreich Christus und nicht irgendeinem irdischen Königreich, das sowieso dem Antichristen unterstellt ist. Aber ich gehe vielleicht schon ein bisschen zu weit für viele, was sie verstehen. Nichtsdestotrotz, ich lese doch mal eben weiter. 1829 wurde die Testakte von 1673 aufgehoben und somit erhielten die Katholiken in England immer noch die Glaubensfreiheit und das Recht des Zugangs zu den öffentlichen Ämtern zurück. Und damit, das war der Anfang vom Ende. Übrigens, das gleiche passierte 1776 mit der Gründung der Vereinigten Staaten von Amerika. 1833 begann John Henry Newman, zunächst als anglikanischer Theologe, mit der Herausgabe vielbeachteter Traktate zur Zeit, die viele katholische Lehrauffassungen unter den Protestanten verbreiteten. Die daraus hervorgegangene Oxford-Bewegung, Newman lehrte in Oxford, auch Traktarianismus genannt, stärkte den Anglokatholizismus den Rücken. Gegen Newman und die Traktarianer wendet Hislop sich in seinem Buch namentlich. Ebenso gegen den hochkirchlichen Theologen Pusey, der sich in der Oxford-Bewegung anschloss und ihr die spätere Bezeichnung Puseyismus aufprägte. Unter dem Einfluss dieser Bewegung nimmt die anglikanische Hochkirche mehr und mehr das unbiblische römisch-katholische Gepräge an. Äußeren Pomp, Prozessionen, Seelenmessen, Anrufung Marias, katholische Feiertage und so weiter. In diesem Zustand wird sie als ein, Zitat, für den Papst gesatteltes Ross, Ende Zitat, bezeichnet. 1841 versuchte Newman mit seinem 90. Traktat gar, die 39 Artikel der Kirche von England mit den römischen Dogmen in Einklang zu bringen. Seit 1840 war eine Übertrittsbewegung zur römischen Kirche im Gange. In den Jahren 1845 bis 46 wechselten etwa 150 Geistliche ihre Konfession zum Katholizismus. 1845 trat auch Newman selbst zum Katholizismus über. 1879 wurde er zum Kardinal erhoben, wurde schließlich einer der bedeutendsten katholischen Theologen des 19. Jahrhunderts. 1850 erlebte England schließlich die Wiederherstellung der katholischen Hierarchie. Das Vordringen des Katholizismus war derart bedrohlich, dass sich 1846 die Evangelikalen der Staatskirche, Evangelical Party oder Low Church genannt, und der Freikirchen, das sind Methodisten oder sogenannte Dissenters, also Dissentisten, zur Gegenwehr formierten und in London die Evangelische Allianz gründeten. Dennoch hatten die Evangelikalen dem Katholizismus auch weiterhin so wenig entgegenzubieten, dass der berühmte Prediger C.H. Spurgeon im Jahr 1876 rief, Zitat: Ihr Protestanten, die ihr heute eure Freiheit wie Billigware verschleudert, werdet einmal den Tag verfluchen, an dem ihr euch die alten Ketten wieder an die Knöchel passen ließet.
Das Papsttum fesselte und tötete unsere Väter, und wir machen es zu unserer Nationalreligion. Zitat Ende. Wahrscheinlich hat dieses vielbeachtete Buch mit seinem Einfluss einen Beitrag dazu geleistet, dass die Kirche Englands schließlich doch nicht gänzlich von Rom verschlungen wurde. Als geschichtlicher Hintergrund dieses Buches sollte auch die allgemeine Entscheidung der katholischen Kirche jener Zeit beachtet werden. In Pio Nino oder Papst Pius dem IX. Findet die römische Kirche einen ebenso konservativen wie willensstarken Papst, der den Reformkatholizismus endgültig unterbietet. Stattdessen gewinnt in der Theologie unter dem starken Einfluss der Jesuiten die Scholastik. Thomas von Aquinas wieder an Bedeutung. Ja, Thomas von Aquins heißt er hier im Deutschen, Thomas Aquinas, der theologische Doktor der römisch-katholischen Kirche, lebte im 13. Jahrhundert und hat seine ganzen Lehren, die er unter der katholischen Kirche verbreitet hat und für die er heute verehrt wird und als Heiliger verehrt wird, all dem seine Lehren kommen aus dem Griechischen, von Aristoteles, von Plato und von wie heißt der dritte wieder da? Ich vergesse immer den dritten Namen. Aristotel, Platus und vielleicht komme ich da später nochmal drauf. Diese ganzen griechischen Lehren, und wenn man dann die Bibel liest und dann hört, dass das vierte Biest aussieht wie ein Leopard und das griechische Imperium ein Leopard war, dann weiß man auch, wo das alles herkommt. Sokrates. Aristotel, Sokrates und Plato. Lang genug nachdenken, dann komme ich drauf. Danke, Heiliger Geist, der mir das wiedergibt. Also, stattdessen gewinnt in der Theologie unter dem starken Einfluss der Jesuiten die Scholastik von Thomas Aquins wieder an Bedeutung. In der Volksfrömmigkeit erfahrenen Wunderglaube und Mystik eine wesentliche Steigerung. Die Ausstellung des Heiligen Rocks in Trier im Jahr 1844 zieht in 50 Tagen 1 Million Besucher an. Das sind 5-mal so viel wie bei seiner letzten Ausstellung im Jahr 1810. Große Beachtung findet das Phänomen der Stigmatisation, muss das heißen, hier ist ein kleiner Druckfehler, Stigmatisation. Das mysteriöse Auftreten von Kreuzigungswundmalen an Händen und Füßen, zum Beispiel bei Anna Katharina Emmerich und Clemens Brentano. Von besonderer Bedeutung sind vor allem die seit Anfang des 19. Jahrhunderts häufig auftretenden Marienerscheinungen und die damit zunehmende Marienverehrung. Die Erscheinung in Paris in 1830, in La Salette 1846 und Lourdes 1858 wurden kirchlich anerkannt und sind für den Katholizismus prägend. Einen vorläufigen Höhepunkt des neu entfachten Marienkults stellt das 1854 verkündete Dogma der unbefleckten Empfängnis Maria bei, welches besagt, Maria sei von der Erbsünde verschont geblieben. Hislop berücksichtigt dieses noch als letztes richtungsweisendes Ereignis auf Seite 241 vor der Vollendung des Buches und ich muss da eben mal zufügen, die unbefleckte Empfängnis Maria, mit anderen Worten, Maria war deswegen ohne Sünde, weil sie selbst unbefleckt empfangen war, ist 100% unbiblisch, ist eine reine Erfindung der römisch-katholischen Kirche. Wenn ihr da mehr drüber wissen wollt, müsst ihr halt in Englisch meiner Lesung Mystery Babylon Religion folgen. Da kommt das ganz deutlich hervor. Inwieweit das hier in diesem Buch später erwähnt wird, weiß ich nicht, aber ich weise da jetzt eben mal hin. Es ist komplett unbiblisch. Seit dem Abschluss dieses Werkes waren weitere Meilensteine in der Entwicklung der römisch-katholischen Kirche zu verzeichnen. Wichtiger Punkt jetzt. 1870 demonstrierte Papst Pius IX. Beim Ersten Vatikanischen Konzil, das zweite kennt ihr wahrscheinlich von 1962, beim Ersten Vatikanischen Konzil seine unumschränkte Macht, indem er das Dogma der päpstlichen Unfehlbarkeit durchsetzte. 1950 machte Papst Pius XII., ein ganz wichtiger Papst, wenn man den Zweiten Weltkrieg kennt, Pius XII., ja, Hitlers Papst, 1950 machte mit Pius XII. Erstmalig ein Papst vom Recht der unfehlbaren Verkündigung Gebrauch und erließ das Dogma über die Aufnahme Marias in den Himmel. Die marianischen Dogmen zusammen mit weiteren Marienerscheinungen, wie zum Beispiel in Fatima, bewirken einen weiteren Aufschwung dessen, worin der Katholizismus so erschreckend mit dem babylonischen Kult übereinstimmt. Die hingegebene Verehrung einer Muttergöttin und Himmelskönigin.
Die verbreitete Annahme seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil von 62 bis 65, das ist der Anfang der ökumenischen Bewegung, Anfang und das Ende, kann man gleichzeitig sagen, habe die katholische Kirche sich wesentlich verändert, ist leider eine irrige Vorstellung. Zwar hat sie ihre äußere Erscheinung freundlicher gestaltet, so zum Beispiel mit einer Reform in ihrer Liturgie, ist in ihrer Haltung gegenüber nichtchristlichen Religionen und auch anderen christlichen Konfessionen toleranter geworden, und dann und wann erzielt der Papst durch Eingeständnisse früheren Versagens weltweite Sympathie. Ich erinnere hier mal eben an Papst Johannes Paulus II., der in 2000 das berühmte Mea Culpa gesprochen hat. Ja, wir haben mehr als 50 Millionen Menschen in der Inquisition gezeichnet und getötet. Und das war ein Fehler. Entschuldigung. Und das nennt er Buße tun. Das nennt er Abstand nehmen davon. Ja. Mea culpa. Sucht das mal. Den Ausspruch kennt ihr ja wahrscheinlich. Mea culpa, meine Schuld. Papst Johannes Paul II. 2000. Aber all das dient nur als Werbemittel auf dem Weg zu einer religiösen Einheit unter dem Dach des Vatikan. So lehnte kürzlich der Papst vorläufig ab, ein drittes Dogma über Maria zu verkündigen. Obwohl er an Maria als, Zitat, Fürsprecherin, Miterlöserin und Mittlerin aller Gnaden, Zitat Ende, glaubt, wie das neue Dogma beinhalten soll, verzichtet er zugunsten des ökumenischen Prozesses vorerst auf einen abermaligen Gebrauch des päpstlichen Rechts auf Unfehlbarkeit. Der Anspruch Roms, als die allein wahre, allein selig machende Kirche mit dem alleinigen Oberhaupt aller Christen, gilt nach wie vor. Und sämtliche Dogmen sind unfehlbar gültig, wie eh und je, und wurden auf dem Konzil erneut bestätigt. Auch jene Verdammungsurteile, Anathemas, wie man das im Englischen nennt, der Gegenreformation vom Konzil zu Trient. Das Konzil von Trient wurde gehalten zwischen 1545 und 1563, und es war die Einleitung der Gegenreformation von den 5 Jahre vorher, 1540 vom Papst Leo III., akzeptierten Orden Regimini Militantis Ecclesiae, die militärische Kirche, der Orden der Jesuiten, der Gesellschaft Jesu, wie sie sich selbst nennen. 5 Jahre nach deren Zulassung durch den Papst haben die das Konzil von Trient geleitet. Und in dem Konzil von Trient, da gibt es so viele wichtige Sachen, aber vor allen Dingen eben die Verdammungsurteile, über 100, mit denen die Protestanten verdammt wurden. Und ein ganz wichtiger Teil war in der 17. Sitzung vom Erzbischof von Reggio. Ein ganz, ganz wichtiger Teil und ein ganz, ganz wichtiger Punkt, in dem die römisch-katholische Kirche aufgezeigt hat, in welchen Punkten die Reformatoren verkehrt waren. Und das unterstütze ich 100%. Und die Reformatoren waren eben nicht perfekt. Sie haben in diesem Fall für die römisch-katholische Kirche eine Tür offen gelassen, um sich selbst verdammt zu nennen. Und deswegen bin ich selber, nenne ich mich selber auch im Grunde weniger ein Protestant, aber einen biblischen Fundamentalisten, weil die Bibel ist 100% richtig. Die Reformatoren waren zu 99% richtig. Und 99% bringt dich nicht in den Himmel, aber 100% der Wahrheit, Glauben und Akzeptanz Jesu Christi, das bringt dich in den Himmel. Von ihrer Lehre und ihrem Wesen her ist sie genau dieselbe wie zur Zeit Hislops. Ja, genau dieselbe wie zur Zeit der englischen Königin Maria, die Katholische, die ihr wahrscheinlich kennt unter dem Namen Bloody Mary. Oder vielleicht kennt ihr auch nur das Getränk. Unter der hunderten bibelgläubiger Christen auf dem Scheiterhaufen die Echtheit ihres Glaubens bezeugten, und genau dieselbe wie in den Jahrhunderten der Inquisition, der Abertausende, nein, Abermillionen zum Opfer fielen, die sich nicht unter das römische Joch beugten. Von daher hat dieser Klassiker nichts an Aktualität eingebüßt. Vielmehr ist diese Entlarvung des Katholizismus nötiger denn je. Ja, da stimme ich dem Autor des Vorwortes hier 100% zu. Diese Entlarvung des Katholizismus ist heute nötiger denn je, dass Leute begreifen können, wo es wirklich darum geht und wer die wirklichen Regierenden dieser Welt sind. 4 Parallelen zu der Zeit der Abfassung sind in der heutigen Christheit deutlich zu erkennen und stellen eine nicht minder große Problematik dar. Erstens, ein Aufschwung und zunehmender Einfluss des Katholizismus. Dazu beachte man allein die Wirkung des Papstbesuches in Deutschland. So erinnert ihr euch vielleicht noch, als Benedikt der 16. nach Deutschland kam. Viel wichtiger möchte ich euch gerne in Erinnerung rufen: die Wirkung des Papstbesuches, Papst Franziskus oder wie immer er im Deutschen heißt,
Der erste Jesuitenpapst, der dieses Jahr, 2015, im September, in die Vereinigten Staaten von Amerika ging und einer gemeinsamen Sitzung des Kongress- und des Abgeordnetenhauses gesprochen hat, anstelle des amerikanischen Volkes und einen Tag später vor der UN. Und wie der gefeiert wurde, wie es in der Bibel steht. Und die ganze Welt betete das Tier an. Die ganze Welt betete das Tier an. Zweitens, die wachsende Bedeutung des Marienkults, insbesondere in Verbindung mystischer Phänomene und im Zusammenhang einer charismatischen Ökumene, zum Beispiel der Medjugorje. Drittens, eine besorgniserregende Verflachung des geistlichen Lebens und der Botschaft der Evangelikalen. Und viertens, immer mehr gemeinsame Foren für Evangelikale und Katholiken. Gemeinsame Foren von Evangelikalen und Katholiken. Das nennt man im Englischen Mixing the Holy with the Profane. Das Heilige mit dem Unheiligen vermischen. Und das ist, wovor deutlich in der Bibel gewarnt wird. Wie können zwei zusammengehen, wenn sie einander nicht verstehen? Ich kann jetzt das aus dem Englischen nicht so schön im Engel übersetzen ins Deutsche, aber das steht so in der Bibel drin. Hier geht es eben wieder über die Kompromisse. Immer mehr gemeinsame Foren für Evangelikale und Katholiken. Na, ich kann nichts gemeinsam haben, wenn ich nichts gemeinsam habe. Evangelikalen, Protestanten haben in ihrer Geschichte das Papsttum als Antichrist ausgewiesen. Wie kann ich dann mit dem Antichristen zusammengehen? Ich kann doch nur einem Herrn dienen. Ich kann doch nicht zwei Herren dienen. Steht doch deutlich in der Bibel auch drin. Ich kann nicht dem einen gehorchen und dem anderen auch noch dienen. Das geht nicht. Ich kann nur einem Herrn dienen. Ich muss eben wählen. Diene ich dem Menschen, dem Papsten oder diene ich dem Herrgott im Himmel? Das ist die große Frage, die man sich immer stellen muss. Also immer mehr gemeinsame Foren für Evangelikale und Katholiken, von Pro-Christ bis zu den Promise Keepers, also den Versprechenshaltern, von der charismatischen Bewegung, wow, ganz gefährliches Teil, bis zur Willow Creek Welle, finden wir, wo immer wir hinschauen, Evangelikale, die gemeinsam mit der katholischen Kirche an einem Strang ziehen. Die Frage ist nur, in welche Richtung? Ja, die Richtung ist natürlich die, die die römisch-katholische Kirche vorgibt. Und wenn man weiß, wo die römisch-katholische Kirche herkommt, und darum geht es ja in diesem Buch, dann sollte man sich überlegen, ob man tatsächlich in die Richtung mitziehen will. Leider ist Hislops Werk auch zu sektiererischen Zwecken zitiert und somit missbraucht worden. Das passiert ja mit vielen solchen ehrlichen Büchern. Bei mutwilligem Missverstehen kann zum Beispiel seine Darlegung zum Thema der Dreieinigkeit tatsächlich falsch aufgefasst werden. Wenn er in Kapitel 1 aufzeigt, dass im babylonischen Götzendienst eine bildhafte Darstellung oder eine dem wahren Wesen Gottes zuwiderlaufende Form der Dreieinigkeit verehrt wird, heißt das natürlich nicht, dass er die Dreieinigkeit als solche abstreitet. Er bezeichnet sie ja als, Zitat, Geheimnis unseres Glaubens, Zitat Ende, siehe Seite 29, wenn wir da hinkommen. Es ist vielmehr eine Bestätigung des dreieinen Wesen Gottes. Wenn die antichristliche Religion diese Dreiheit dem äußeren Schein nach kopiert, um so dem wahren Glauben möglichst täuschend ähnlich zu werden. Da Hislop sich an diesem Punkt nicht besonders deutlich ausdrückt, ist sein Buch vielfach von Neo-Arianisten wie den, Zitat, Zeugen Jehovas, Ende Zitat, die es zur Zeit Hislops überhaupt noch nicht gegeben hat, zu ihren Zwecken zitiert worden. Gleiches gilt für Hislops Ausführung über das Symbol des Kreuzes. Damit wendet er sich gegen einen mystisch-magischen Symbolismus, keineswegs jedoch gegen die biblische Wahrheit, dass der Herr Jesus an einem Kreuz hingerichtet wurde. Die Lehre der Zeugen Jehovas, Jesus sei an einem bloßen Pfahl gestorben, findet durch Hislops Aussagen keinerlei Bestätigung. Aufgrund seiner Vorgehensweise hat man Hislops Ausführungen vielfach in Frage gestellt und kritisiert, da der etymologische, also der sprachgeschichtliche Anteil seiner Beweisführung zum Teil weit hergeholt und konstruiert erscheint. Erscheint. Studiert es selber, Leute. Geht die Quellen nach. Macht eure eigene Untersuchung, habe ich immer gesagt. Do your own research im Englischen. Sicherlich wirken manche seiner logischen Schlussfolgeketten auf den unkundigen Leser befremdend. Und ein Nachvollziehen verlangt ihm ein gewisses Interesse an der Materie ab. Doch sind alle Argumente und insbesondere die ca. 270 Quellen, auf die Hislop zurückgreift, von fachkundiger Seite in langwieriger Arbeit überprüft und, wie Hislop im Vorwort der dritten Auflage herausstellt, gegebenenfalls revidiert worden.
Um Missverständnisse zu vermeiden, sollte man betrachten, dass Hislop die Sprachbezeichnung Chaldäisch in einem weiteren Sinn gebraucht. Jede Sprache, die erwiesenermaßen in Babylon seit Aufkommen des Götzendienstes benutzt wurde, fasst er unter dem Titel, unter dem Begriff, diesen Begriff zusammen. Dieses Chaldäische steht in enger Beziehung zum Hebräischen, da Abraham ja aus Ur in Chaldäa stammte. Auch in dieser Ausgabe, die als Vorlage dieser Übersetzung diente und die der Autor selbst nicht mehr erlebte, wurden noch einige kleinere Fehler beseitigt, so dass dieser Ausgabe ein wirklich ausgereiftes Werk zugrunde liegt. Und selbst für den Fall, dass die eine oder andere Aussage oder Schlussfolgerung anfechtbar sein sollte, so ist doch die Fülle des dargebotenen Beweismaterials derart überwältigend, dass das Gesamtergebnis des Buches keineswegs beeinträchtigt würde. Somit ist diese Analyse des babylonischen Kultes und dessen Fortführung in unsere Zeit eine wertvolle Hilfe, um sündige, götzendienerische Elemente in unserem persönlichen Leben, in unseren Gemeinden und in unserem ganzen christlichen Lebensraum aufzuspüren und auszumerzen, so dass wir die Verheißung und den Segen erlangen, von dem Paulus im zweiten Buch der Korinther, Kapitel 6, Vers 17 und 18 schreibt, Zitat: Darum geht aus ihrer Mitte hinaus und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt Unreines nicht an. Und ich werde euch annehmen und werde euch Vater sein, und ihr werdet mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. So steht es in diesem Buch geschrieben, und ich zitiere jetzt eben mal von der 1545er Lutherbibel. Da heißt es im zweiten Buch Korinther, Kapitel 6, Vers 17 und 18, Zitat: Darum geht aus von ihnen und sondert euch ab, spricht der Herr, und rühret kein Unreines an, so will ich euch annehmen. Und euer Vater sein, und ihr sollet meine Söhne und Töchter sein, spricht der allmächtige Herr. Zitat Ende. So, das waren die Worte des Herausgebers im November 1997. Und natürlich meine ganze Erklärung vorab. Ich hoffe, das hat euch ein bisschen interessiert. Wenn es so ist und ihr wollt gerne, dass ich das Buch in Deutschen lese und analysiere und wir darüber diskutieren können auf meinem YouTube-Kanal oder auf meinen YouTube-Kanalen, weil ich werde das auf allen publizieren, dann bitte hinterlasst einen Daumen hoch in der Box, wo ihr sagt von ja, lest das Buch, analysiert das Buch, bespricht das Buch mit uns, wir haben da Interesse in. Und ansonsten werde ich das wahrscheinlich für mich selbst lesen, aber das werde ich dann in Englisch tun. Das verstehe ich dann doch wahrscheinlich ein bisschen besser als in Deutsch. Obwohl Deutsch meine Muttersprache ist. Aber wie gesagt, meine ganzen Studien in der Hinsicht waren in Englisch. Von daher. Jedenfalls danke ich euch für eure Aufmerksamkeit und für euer Interesse oder auch Desinteresse. Je nachdem, macht es mir bekannt in den Untertiteln. Und ich fände es schön, mal ein deutsches Feedback zu hören. Und ich finde es auch eigentlich mal schön, diese Lehren in Deutsch zu verbreiten. Weil das ist ja auch eine wichtige Sprache. Auch wenn sie in der Zukunft der neuen Weltordnung keine Rolle mehr spielt. Warum? Ja, da können wir auch gerne mal drüber diskutieren. Na, jedenfalls, vielen Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal kann ich nur sagen, Gott segne euch und bis zum nächsten Mal dann. Tschüss!